Herr Steiger, Sie sind Chefredakteur von Rohstoff.tv und CEO von Swiss Resource Capital. Was raten Sie Anlegern? Was rate ich Anlegern? Also prinzipiell Anlageberatung darf ich keine machen, tue ich auch nicht, aber man sollte auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig mit seinem Geld umgehen, breit diversifizieren, das sind so die Standardsprüche, aber die gelten trotz allem für jeden. Aber unbedingt physisches Gold und Silber, so wie man es bei euch hier am Stand auch sieht, das ist die Lebensversicherung letztendlich für jedes Portfolio. Und wenn ich ein Haus oder eine Wohnung habe, das versichere ich auch gegen Feuer, Wind und Sturm. Und nichts anderes ist physisches Gold und Silber und das sollte zumindest meines Erachtens 10-15% eines Portfolios ausmachen. Das nächste, was auf jeden Fall klar dazugehört, sind gute Min-Aktien, Dividendentitel. Ist für mich auch ein absolutes Muss, aber Finger weg von Anleihen. Vielen Dank. Silber fährt aktuell eine hohe Nachfrage. Haben Sie eine Kursprognose? Oh ja, da habe ich einiges dazu. Ich sag mal, wir haben den Ausbruch noch nicht geschafft. Die Nachfrage ist tatsächlich sehr, sehr hoch und wird weiter hochgehen. Ich habe gerade eben im Vortrag noch gesagt, nachdem die großen Modeketten wie Zara, Inditex, H&M, gerade für die Damenwelt wichtig, mittlerweile wirklich an jedes Tag einen RFID-Chip machen, wird, denke ich, die Silbernachfrage die letzten Jahre exorbitant durch die Decke gehen. Meine Prognose, die ist jetzt charttechnischer Natur, wir sind heute im Bereich um die 17 Dollar rum. Ich denke, 2021 relativ zügig brechen wir über die 23 aus, sehr schnell die 37, danach die 54 und dann ist der Himmel offen. Das alles auf Sicht der nächsten, würde ich sagen, 2 Jahre. Okay, vielen Dank. Welche Trends gibt es im Rohstoffbereich? Also ich würde sagen, neben dem großen Trend der Edelmetalle, der durch den Goldausbruch bei 1385 jetzt wirklich gestartet wurde, habe ich eigentlich 2 Metalle identifiziert, wo ich glaube, dass die nächsten großen Trends herkommen. Das ist zum einen Uran, man höre und staune, und das zweite wird Kupfer sein. Warum? Elektromobilität ist eines der Stichworte, aber auch die Elektrifizierung unserer gesamten Wirtschaft, also Digitalindustrie 4.0 zum Beispiel. Wir brauchen einfach irrsinnig viel mehr Kabel, wir brauchen mehr Elektromotoren, wir brauchen Ladestationen, das braucht irrsinnig viel Kupfer. Aber was machen wir, wenn wir unser Elektroauto aufladen wollen? Brauchen wir Strom. Und diesen Strom gibt es einfach nicht so, wie wir das gerne hätten, nur aus Solar- und Wasserkraft. Uran ist das Thema der Zukunft hier. Und wir glauben, dass ab nächstem Jahr Uran massiv loslegen wird, weil der Markt ist völlig außerhalb vom Gleichgewicht. Vielen Dank, Herr Steiger, für das Interview und ich wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich auch. Merci. Danke.